Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir sind immer noch hier, in der Schattenwelt, in der oberen Hälfte von Hyrule am Hylia-See. Und wir fragen uns immer noch, warum es hier so aussieht, wie es aussieht. Es ist arschkalt, wie ihr es dort unten seht, und die Kälte ist nicht das Einzige, was die Bewohner hier plagt. Sie haben nämlich kein Wasser, keine Verpflegung, kein fließendes Wasser. Ist einfach... Schlimmer geht es nicht. Und wir müssen auf jeden Fall jetzt weiterfinden und wir müssen den Weg zu der Zora-Höhle finden, damit wir dort wissen, was der Ursprung des wenig Wassers ist oder warum überhaupt kein Wasser mehr da rauskommt, warum hier alles eingefroren ist, denn sonst wohl über übel müssen die Bewohner von Hyrule bald sterben ohne Wasser und das wollen wir natürlich nicht. Und natürlich müssen wir auch zu diesem Block da oben. Dieser Stein da, ich bin nur gerade am überlegen, wie wir da auf jeden Fall hinkommen, weil ich muss da hin. I have to go there. Wenn ich da nicht hingehe, dann ist da was ganz Schlimmes, Leute, da muss ich hin. Ich muss auf jeden Fall einfach hier rüber, ne? Aber wie soll ich denn hier lang? Was ist das hier überhaupt? Ich würde mal gerne wissen, was hier überhaupt stattfindet. Eine spannende Fahrt auf dem Fluss der Zoras bis zum Hylia-See. Kanuverleih, Leihgebühr 20 Rubine. Kanu, okay. Betreibt also Kanufahrten. Interessant, interessant. Macht bestimmt Spaß. Das werden wir uns als Link auch mal ansehen, wenn das Wasser wieder fließt. Und hier ist der Schnee. Habe ich letztes Mal schon gezeigt. Und hier geht es wieder auch. Ich versuche jetzt noch einmal, da hochzugehen und auf die andere Seite zu kommen. Aber ich kann euch eigentlich sagen, dass es nicht klappt, weil der Sprung ist viel zu weit als für einen Wolf. Das schafft er überhaupt nicht. Hier ist auch dieser Abhang. Müssen wir wohl oder übel anders da lang. Trap! Ne, da kommen wir nicht lang. Dann gehen wir erstmal hier durch die Höhle durch. Vielleicht müssen wir da auch erst viel, viel später hin. Das kann natürlich auch sein. Aber hier ist schon tatsächlich ein Eisbrocken. Ein Eisbrocken, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist krass. So arschkalt ist es hier. Der Schnee hat Überhand genommen. Aber wo sind wir denn jetzt? Okay. Kommen wir mal tiefer in eine Art Höhle. Zora-Höhle. Sind wir endlich hier und... Ach du Heilige. Das ganze Wasser. Oh Mann. Was ist denn hier passiert, verdammt? Habe gerade gedacht, es ist kalt hier, Mann. Und da ist es doch tatsächlich alles zugefloren, Alter. Wir müssen hier doch eigentlich die Zoras wohnen, oder? Aber man sieht sie gar keinen von ihm. Warum rede ich eigentlich gerade so scheiße? Na los, sehen wir uns zumindest mal um. Suchen wir diese Zoras. Sehe ich auch so. Verdammt. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie dafür sorgen, dass es hier warm wird. Und zwar ganz, ganz schleunigst. Wir sind zwar im Norden, aber immer noch nicht zu tief im Norden. Dafür gibt es bald noch ein Gebiet, Freunde. Aber jetzt können wir hier erstmal weiter. Warts! Wird mich gerade hier angezeigt. Von hier aus können wir einfach nach oben. Probieren wir es. Okay, warte. Zack, 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 zack. Nice. So kann man wirklich richtig gut nach oben. Okay. Alalalala. Du alter Sack. Stirb. Auch wenn du kein Leben hast. Okay, wir können hier uns Stück für Stück hocharbeiten. Das sollten wir auch. Zack, 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 zack. Oh Gott, what the fuck? Alter. Was ist da denn jetzt passiert? Warum sind wir runtergefallen? Mitna. Mach doch mal was richtig. Wutz, knacks, 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 knacks. Knacks klappt aus der Sparkasse. Das glaube ich nicht für eine Scheiße. Ach, schön. Komm jetzt hier. Ja. Watz, 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 watz. Ach so! Alter. Na, wenigstens, wollte gerade sagen, sind da Herzen drin, aber anscheinend nicht. Ich will aber ein Herz. Gib mir ein Herz, watz. Danke. Aber anscheinend weiß ich jetzt, wie wir das hier machen müssen. Am besten abwarten, damit die Eiszapfen uns nicht treffen. Wir müssen das nämlich gar nicht mal so schnell machen hier an der Stelle. Sonst ist es ganz schnell aus mit uns. Und unser Leben ist vorbei. So, komm. What the fuck? Link, ganz ruhig.
Alter, das war wieder so knapp, verdammt. Okay, diesmal habe ich schon langsam gemacht und bin tatsächlich oben. Das sind auch die letzten Fledermäuse und ich bin wirklich an einer ganz, ganz hohen Stelle. Hier sollte ich jetzt nicht mal runterfallen. Ich glaube, das wird uns ganz schön wehtun. YOLO! Nein, Spaß, ich bin erst nicht runter. Das sollte ich nicht machen. Ich habe da auch keinen Bock, wieder hochzuziehen. Aber der Schnee muss hier verschwinden, verdammt. Zora-Höhle, hilf mir weiter. Was ist hier passiert, verdammt? Hat Santo ja auch alles eingefroren, oder was? Dieser alte Sack. Ach du Heilige. Wieder einer von diesen komischen Muschis hier. Komm ran hier, was? Ich muss euch natürlich wieder alle erledigen. Alter, und da habt ihr einen ausgesperrt. Den werde ich jetzt erstmal als erstes erledigen. Dann kommt ihr beide dran. Ich sagte, als erstes, du wirst jetzt sterben. Und jetzt kommen die anderen beiden. Deine Kumpels können sich gleich mal verpissen aus diesem Zora-Land. Warts, warts. Das wäre jetzt aber relativ einfach, war das alles? Wir haben auf jeden Fall ein Portal zum Porten. Jetzt gibt es auch hier ein Portal, dann können wir uns auch endlich warpen, genau. Wenn du mal frische Luft in der... Was? Wenn du mal frische Luft in der lichten Welt schnuppern willst, sag mir einfach, ich bring dich hin. Okay. Sie will also, sie können also in der Lichtwelt wieder rein, aber das will ich natürlich nicht. Hey, schau mal! Da unten, sieh dir das mal an! Tatsächlich. Ach du Heilige. Sind die alle eingefroren oder was? Hey, das sind doch die Zoras, oder? Aber sieh dir das nur an, was ist denn nur mit denen passiert? Und? Was meinst du? In diesem Zustand können wir sie doch sicher nicht selbst überlassen, oder? Was meinst du? Sollen wir nicht einfach mal wenigstens auftauen? Aber hier fällt mir nicht ein, wie wir das machen sollen. Vielleicht könnte ich ja besser nachdenken, wenn wir woanders wären. Es gibt ja jetzt hier ein Portal hier. Wir können uns also jederzeit zurück, wenn du etwas Kluges einfallen ist. Okay. Ich würde sagen, das machen wir auch mal. Warpen. Ich weiß auch jetzt, wo wir uns hinwarpen. Wir müssen nämlich auf den Feuerberg, denn am Feuerberg gibt es bestimmt irgendwas, was diese Zora-Höhle hier zum Auftauen gibt, denn der Feuerberg ist bekanntlich sehr, sehr heiß. Warte, Moment, ich bin gerade aufdenken. Genau, da ist das richtige, der richtige Porter. Wir werden es jetzt auf zum Feuerberg machen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Leute uns nicht sehen, die Goronen. Weil als Wolf sind wir, glaube ich, kein netter Mitbewohner. Genau, jetzt sind wir hier am Feuerberg. Und genau dieses Ding, meine ich. Erinnert ihr euch noch an diesen riesigen Brocken, der von oben runtergefallen ist vom Vulkan? Der sieht auf jeden Fall relativ heiß aus, nicht wahr? Dann lass uns das ganze Ding doch einfach mal mitnehmen. Dieser Stein ist ja immer noch hier und anscheinend ist er immer noch ziemlich heiß. Wow. Natürlich, und auf zur Zora-Quelle. Denn da oben können wir mit diesem Stein alles auftauen. Dafür habe ich als Kind so lange gebraucht, um das rauszufinden, muss ich einfach mal so sagen. Aber zum Glück weiß ich das und nimm den Stein mit, verdammt! Zack! Da ist der Todesberg richtig episch mal wieder. Aber sie kann einfach das ganze Ding warpen, die hat echt Power. Ich will das auch können, Mann. Okay, hoffe ich mal, dass das wirklich auch helfen wird. Ach du Scheiße. Bitte zerquetscht die Zoras nicht, danke. Ja! Warmes Wasser, endlich! Wir haben es tatsächlich geschafft. Das Wasser fließt wieder. Unglaublich, wofür man einen heißen Stein alles verwenden kann, findest du nicht? Oh ja, das stimmt. Also dann, den Zoras ist fürs erste Golfen. Gehen wir. Schließlich ist das Eis gebrochen. Da dürfte auch Wasser in den Hühnersee sein, also können wir auch diesen Lichtgeist, oder? Genau das können wir auch. Und hier stehen jetzt auch die ganzen Zoras erschöpft. Ja, war eine weibliche Stimme.
Okay, die sind alle richtig im Arsch. Ich glaube, denen hilft das jetzt nicht, wenn wir mit denen reden. Aber wer ist denn hier? Hier ist ein Thron, aber auch kein König oder so. Und alles in Ordnung. Geht schon irgendwie, aber was ist mit unseren Brüdern? Im Bassin unter dem Wasserfall. Oh Gott, unter dem Wasserfall im Bassin? Worüber redet die? Und Tati, wir haben ja alles aufgetaut und da unten ist dies nichts. Also das ist auch die große Quelle hier. Ach lol, irre ich mich oder... Moment. Wir haben den Stein da reingeschmissen. Jetzt hör auf, die ganze Zeit da runter zu gehen, du Arsch! So. Tatsächlich, der steht da noch. Seht ihr das? Der runde Kreis. Der Stein ist da unten noch. Der erhitzt das Wasser wahrscheinlich jetzt auch richtig. Aber ich würde sagen, jetzt geht's erstmal hier raus. Warte bitte! Was zur Hölle? Ich danke dir, dass du unser Volk und diese Quelle in Hyrule zum Wasser versorgst, wieder zum Leben erweckt hast. Ich bin Lucida, die Herrscherin dieser Zora-Höhle und die Königin unseres Volkes. Wir haben das nicht unbedingt gemacht, weil wir euch helfen wollten oder so. Unsere Höhle wurde von dem Wesen der Finsternis überfallen. Und ich wurde als Warnung für unser Volk von ihnen hingerichtet. Ach, du Heilige. Du, der du die Gestalt eines stolzen Tieres angenommen hast. Ich habe eine Bitte an dich. Als sie überfallen wurden, bat ich meinen Sohn Ralis, nach Schloss Hyrule zu gehen und die Prinzessin Zelda zu unterrichten. Nun fürchte ich, er schwebt in großer Gefahr. Dass diese Furcht nicht unbegründet ist, fühle ich einfach. Ich spüre ihn immer weniger. Nun habe ich noch nicht einmal mehr ein Leben, das ich für ihn opfern könnte. Ich bitte dich, stolzer Held. Held in Gestalt eines Tieres, du musst Prinz Ralis helfen. Ist dies der kleine Zora-Junge, habe ich recht? Wenn du das tust, werde ich dir eine Gabe des Wassers verleihen. Damit erlangst du die Fähigkeit, dich wie die Zoras unter Wasser frei zu bewegen. Bitte, hilf meinem Sohn. Sie sagt, wenn du ihm hilfst, erlangst du die Fähigkeit, wie ein Zora unter Wasser zu tauchen. Was tun, großer Held? Dieser Gestalt ist eine Bestie, kannst du dem Prinzen doch nicht unter die Augen treten. Vielleicht sollst du ja wohl davor ein Land nicht zurückerobern. Das sollte ich auf jeden Fall, aber dem Sohn müssen wir helfen. Das hätte ich auch so getan, meine Liebe. Aber gut, dass wir jetzt wissen. Wir haben jetzt die wundervolle Ralis kennengelernt. Die war echt wunderschön und sie wird also hingerichtet. Das sind echt die Saubiester und krass. Sie wird einfach hingerichtet. Ihren Sohn müssen wir retten, das ist klar. Und das tauchen wir da auch gut rein. Und es fängt an zu regnen, das ist auch nicht gerade schlecht. Und der ganze Schnee ist wirklich weg. Das Wasser hat so schnell angefangen zu fließen und jetzt wird der Strom anscheinend noch stärker. Das fließt jetzt bis zum Hylia-See. Warum lässt du dich nicht einfach in der Strömung treiben? Ist eine gute Idee mit, ne? Und hier gibt es ja, glaube ich, eher als Wolf um nichts zu holen. Wie gesagt, nicht wie gesagt, aber wir müssen ja auf jeden Fall als Mensch hier nochmal hin. Als Mensch gibt es ja genug, aber als Wolf nicht mehr. Und jetzt können wir hier auch das Jumpen, oder? Wenn da unten jetzt Wasser ist. Geronimo! Boots! Alter, wie geil ist das denn? Jetzt auf mit der Strömung treiben! Und da schwimmt die Insel auch wieder. Hylia-See! Na, auch schon wach? Sieh dich ruhig um, ich habe dir doch gleich gesagt, dass wir uns in Strom zum Hylia-See bringen wird. Und es sieht so aus, als wären wir direkt vor der Höhle des Lichtgeistes. Also lass uns gehen, wir haben schließlich nicht den ganzen Tag Zeit. Das sieht so aus. Und hier ist die Höhle, was steht hier denn bitte für ein Schild? Quelle des Lichtgeistes von Ranel. Okay. Dann auf zur Quelle. Wir haben einen Job zu erledigen. Diese Welt soll wieder rein sein. Ich bin der Letzte,
der von den Schatten umfangene Lichtgeister, von den Göttern auserwählter Held. Du hast es bisher geschafft. Mein Licht, das mir die Wesen der Finsternis geraubt haben, füll es in diesen. Tiegel des Lichts. Genau so sieht's aus, den kennen wir ja auch schon. Die Schattenkäfer haben mein zerstreutes Licht. Wie du weißt, sind im Schattenreich die Schattenkäfer ebenso wie die Menschen unsichtbar. Finde mein Licht und beseitige die letzte Bastion des Schattenreichs in Hyrule. Das werde ich tun. Und da haben wir auch direkt den Tiegel des Lichts. Ist auf jeden Fall eine richtig schöne Höhle, der Lichtgeist. Aber wir können uns jetzt auf jeden Fall aufmachen und die Käfer suchen. Das ist unsere Mission. So, raus hier. Ich hoffe mal, die sind nicht zu weit verstreut, dass wir die schnell finden. Okay, hier scheinen schon mal welche zu sein. Okay, der erste ist da lang. Bleib stehen, du Sack! Was? Komm her! Keine Chance hast du. Das Spiel kennen wir auch schon. Ich könnte es nur wagen, Licht zu rauben. Das ist ja eine Art von, Körperverletzung, nicht wahr? Ja. Ach du heilige Bimbam. Ihr Säcke schon wieder. Na, heißt gut was Gutes. Dann habe ich wieder was zum Porten. Ich sehe es positiv, ihr Säcke. Die widerlichen Kreaturen. Als Kind hätte ich auch Schiss vor denen. Warum auch immer. Stirb! Wart! Komm her. Knacks, 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 knacks. Und das letzte Mal. Die widerlichen Kreaturen. Vorher aussehen könnte ich noch ein bisschen mehr können. Und du komm her. Kommt alle her, verdammt. Und jetzt du und... Was? Ernsthaft? Ernsthaft? Ich habe ihn doch ausgewählt. Das ist ein schlechter Witz. Ich habe ihn eigentlich ausgewählt. Das habt ihr selber gesehen. Aber anscheinend will Link das nicht. Aber das ist mir egal. Dann mach's einfach nochmal. So, kommt alle beisammen. Hallo, du Arsch. Ey, du auch! Schon wieder nicht geschafft. Ey, das gibt es einfach nicht. Das sind so welche ekelhafte Rotzbiecher. Du Bastard! Jetzt stirb, bleib einfach tot! Meine Fresse! Hast du nichts gelernt in deinem Leben? Dein kurzes Leben. So, du komm jetzt endlich her und hör auf, so langsam zu hauen. Ein bisschen erwarte ich schon von euch. Jetzt auch was! Was? Das war's. Habe ich euch nah genug angelockt, ihr Säcke. Okay, das war's. Wir haben ein Portal. Ich sehe es positiv, wie gesagt. Und der nächste Käfer befindet sich bei Tobys Hütte. Ich habe den anderen Namen vergessen. Und du wolltest gerade was haben, ne? Dieses Gras da. Ist es nicht das, mit dem du den Vogel rufen kannst, wenn du es aus der Flöte verwendest? Wenn du jetzt nicht flöten kannst, dann stell dich doch einfach neben das Gras und heul die Melodie. Ach, das ist eine gute Idee, Midna. Wahrscheinlich muss ich das auch. Und hier steht... Ach, hier ist er doch. Gäste! Kommen heute einfach keine. Aber das Wasser ist doch wieder da. Wahrscheinlich weiß das noch keiner. Vielleicht sollte ich nach Heilstadt gehen und allen erzählen. Ach, ich bin müde. Verdammt. Der ahnt wohl noch nichts. Stirb. Der ahnt wirklich noch nichts. Da hinten glänzt irgendwas. Gib mir den Tiegel. Dankeschön. So. Weiter geht's. Wir könnten uns ja wirklich mal heulen, ne? Okay, mach ich einfach mal. Ich glaube, der führt uns vielleicht zu einem Ort, wo wir noch mehr von diesen Lichtviechern finden. Ich glaube, jetzt müssen wir auch den Vogel nicht mehr steuern.
Yeah. Richtig geil. Ach, wir kommen jetzt... Ja, genau. Jetzt kommen wir dahin. Ich glaube, da sind bestimmt auch noch mehr von den Lichtviechern. Und wir müssen den Vogel doch nochmal steuern. Okay, das soll jetzt aber... Lol, hier sind ja sogar... Hier sind sogar im Gang sind welche von diesen Wix-Dingern. Ja, gut. Och, fuck. Komm her. Okay, auf jeden Fall fliegt er mit uns mit. Das ist ein gutes Zeichen. Und aber die wollen ja auch nicht getroffen werden. Okay, einen von denen habe ich. Aber wie ihr seht, das Wasser hat wirklich einiges von diesen Holzdingern mitgerissen. Das ist ein gutes Zeichen. Einen von euch habe ich. Aber das Gute ist, diese Käfer fliegen wirklich mit. Das heißt, wenn man einen verpasst, muss man es nicht schlecht schätzen, weil die kommen eh mit. Das wäre ja auch ein bisschen scheiße, aber ich glaube, die muss man wirklich erwischen, wenn man hier raus ist. Komm her, Mann! Ah! Nice, den weiteren habe ich. So, fliegt mal ein bisschen schneller. Ich warte auf euch. Bis ich euch endlich erwischt habe. Ach, verdammt. Die sind auch richtig klein. Kann man so schwer erwischen. Das war jetzt richtig knapp. Das war jetzt ein bisschen unfair. Muss man einfach mal so sagen und betiteln, Mann. Jetzt stirb doch. Danke. Einen weiteren habe ich. Bin voll angedockt. Los, zeig dich, anderer Licht. Oder komischer Schattenkäfer. Danke. Puh, den letzten habe ich auch erwischt. Muss ich das hier nicht nochmal machen. Danke. Und jetzt hoch hier. Da müssten auch die letzten sein. Beziehungsweise die letzten von hier oben. Da unten am Hyliasee waren ja noch welche. Und da ist jetzt dieses Flötending. Kommen wir jetzt da dran? Wenn wir durchschwimmen? Ich glaube schon, nicht wahr? Ja, schaffen wir. Okay, aber ich habe eben noch einen Käfer gesehen. Wo ist er denn? Hat er sich hier vergraben, oder was? Nee. Tatsächlich nicht. Hä, aber wo ist er denn dann? Ich sehe gerade den Käfer nicht. Oder ist er hier? Nee. In den... Kisten auch nicht? Ach, man muss sie ansprechen, alles klar. Was ist denn das, ein Insekt? Wie widerlich, das ist ja riesig. Auf dem Land bin ich vergisst schreckliche Dinge. Du bist auch auf Wasser, Wassertyp bist du, ne? Keine Angst, das Insekt ist weg. Gib mir den Lichtigel. Oh, es ist hinüber. Habe ich mich erschrocken, wenn er bloß nicht mehr so auftauchen würde. Der wird nicht mehr auftauchen. Ach, es passiert einfach nichts Gutes mehr. Auf der Arbeit nicht und erst privat erst recht nicht. Das wird noch besser kommen, glaub mir. Immer positiv bleiben. Was steht denn hier drauf? Alter, lies es, Link. Ey, sag mal, hackt's jetzt hier! Lies es, die Scheiße, danke. Eine spannende Fahrt auf dem Fluss der Zoras bis zum Hyliasee. Kanuverleih 20 Rubine. Okay, steht das gleiche drauf wie auf der anderen Seite. Das werde ich auf jeden Fall als große Oma machen. Und hier können wir jetzt auch wirklich heulen. Eine neue Art von Melodie. Lauschen. Die Melodie kenne ich auch. Du, 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 du. Können wir auch direkt machen. Okay, habe ich verkackt, aber... Du, du, du. Ich glaube so. Okay, nee, 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 stopp, 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 stopp. Nochmal. Zurück und anhören. Du, 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 du. Okay. Hä? Das war jetzt richtig, verdammt. Mach nochmal. Du, 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 du. Hä, was war da denn falsch? Das war jetzt richtig, obwohl ich voll verkackt habe. Egal. Nice, haben wir ein neues Lied.
wunderschöne Melodie. Du sollst einen der okkulten Künste lernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Das werde ich. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das Lied erkannt habt. Diesmal werde ich es nicht sagen. Oberlauf, Sorafluss. Dort ist er also. Okay, als Mensch können wir auf jeden Fall dahin und ihn besuchen. Alles klar. Ach, wir können auf der großen Karte auch die Käfer sehen. Okay, wir haben da... Oh lol, sind wir weit. Müsst ihr euch mal reinziehen. Da unten ist der Zorafluss. Hier ist die Zoraquelle. Okay, am Zorafluss selber sind noch ein paar. Die werden wir uns auf jeden Fall jetzt holen. Nein, 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 nicht heulen. Stopp, stopp, stopp. Trap. Hier runter. So, du hier. Ob Prinz Rahl ist hier vorbeigekommen ist. Also dies ist deine einzig wahre Wasserstraße, die nach Schloss Hyrule führt. Komm, wir gehen nach ihm suchen. Okay, die sind auch schon auf der Suche nach Prinz Ralis. Die Straße werde ich auch nehmen, wenn ich nach Hyrule zurück will. Sorry für den Gegner. Aber jetzt nochmal in die Zora-Höhle rein. Da muss ja irgendwas sein. Hier müssen ja noch ein paar Käfer sein, nicht wahr? Ja. Sogar einer ganz weit oben. Was habt ihr denn noch zu sagen? Erst die Königin und nun noch der Prinz. Man sollte an solchen schlimmen Sachen nicht einmal denken. Oh ja. Angriffe durch diese Schattenwesen. Lava im Thronsaal. Was geht hier eigentlich auch letzter Zeit? Lava im Thronsaal. Er ist ja froh, dass ihr nicht mal eingefroren seid, Alter. Das ist besser als die... Schlimmer als die Lava. Finde ich. Also, ich weiß nicht, was hier haben. Was ist denn hier? Ach du Bull! Wow. Ganz, ganz ruhig. Der Tunnel zum Schneebergen scheint noch zugefroren zu sein und wird wohl auch eine Weile unpassierbar sein. Schneeberge? Interessant. Von hier aus kommen wir nach oben. Alles klar. Zack. Mit Midna kommen wir wirklich an richtig, hohe Stellen, das ist richtig geil. Muss einfach mal so sagen, aber der Part ist auch schon wieder Überlänge. Auf Überlänge. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt noch ein Viech zu bekommen. Obwohl, nee. Ich glaube, ich beende den Part hier an dieser Klippe. Schön episch. Dann werden wir auf jeden Fall im nächsten Part darum kümmern. Schade, dass ich es nicht geschafft habe, aber ich werde es noch einmal runterkommen. Was? Hier muss ja irgendwo... Oh Leute, wir können nicht den Wasserfall durch. Schade. Auf dem Wasser sind selbst diese ekelhaften Käfer drauf. Sauwiderliche Viecher, ey. Aber wo seid ihr denn? Da! What the fuck? Ihr komischen Pisser! Einer von euch fehlt noch, ne? Danke. So, jetzt gib mir die Lichttiege, verdammt. Dankeschön. Deinen will ich auch haben. Danke. Okay, jetzt müssen wir wirklich den Part beenden, sonst wird er echt zu lang. 30 Minuten ist mir ein bisschen zu lang. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal geht es mit der Käfersuche weiter hier in Zelda Twilight Princess. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ich freue mich auch, dass ihr diesen Part eingeschaltet habt. Ich fand ihn wieder richtig cool. Wir haben schon wieder richtig viel geschafft. Muss man einfach so sagen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess, oh yeah. Bis dann, meine Freunde, und ciao.